Man wird, das ist die Mechanik von der Demokratie, da wird man zwar nicht in Ketten geworfen und kommt nicht ins Gefängnis, aber wenn man Meinungen hat, die nicht zur der jeweils akzeptierten Mehrheitsmeinung passen, oder auch zur politisch korrekten dominierenden Meinung passen, dann wird man sozial ausgegrenzt. Und die Eben. soziale Ausgrenzung ist für Menschen das schwer zu ertragen, weil sie eben soziale Wesen sind. Und damit muss man umgehen. Und natürlich ist deshalb jede Gesellschaft, das Meinungsspektrum zu sehr verengt, in der Gefahr, dass sie letztlich die wesentlichen Probleme da beschweigt, und dann wundert sie sich, wenn sie plötzlich irgendwo steht, wo sie eigentlich gar nicht hin wollte.